Moin Leute, willkommen im Ruderland. Im heutigen Video geht es um einen mobilen DVD-Player, der soll quasi im Auto genutzt werden. Und ich habe ja davon schon so ein paar getestet und im Einsatz gehabt. Und jetzt hat mich der Hersteller Jotun gefragt, ob ich nicht mal deren Flaggschiff, in Anführungszeichen, den YD155, das ist glaube ich irgendwie mit einer 15,5 Zoll Display oder irgend sowas, das Ding schaue ich mir heute mal an. Wir packen es mal aus und dann werde ich das Ding mal später in meinem Auto platzieren. Was hier auf jeden Fall ganz interessant ist, da ist ein Akku verbaut. Also ihr müsst das Ding nicht dauerhaft im Strom laufen lassen, was manchmal ganz praktisch sein kann, falls man hinten keinen Zigarettenanzünder hat. Die Verpackung sieht überraschenderweise gar nicht so schäbig aus. Man kennt das ja von allen möglichen China-Herstellern, dass man da meistens gespart wird. Das Ding kostet jetzt, wie gesagt, 100 Euro. Ich habe es jetzt kostenlos bekommen. Die kleineren Varianten kosten dann irgendwie so 80 Euro, aber die unterscheiden sich da primär an der Größe des Displays. So, Jotun Best Companion on your Road Trip with your families and friends. Okay, was haben wir hier noch? Last Memory, Swivel Screen und Easy to Operate und Gift for Children. Okay. 270 Grad Swivel, also der ist wohl beweglich. 15,3 Zoll. Shenzhen Huafu Trading Co. Das ist der Hersteller. Also auch mal wieder aus Shenzhen. USB, SD-Karte, Audio und AV. Was erwartet uns denn hier drin? Der einzige Wehmutstropfen, den ich jetzt hier so auf den ersten Blick gesehen habe, ist, dass hier leider kein HDMI-Anschluss ist. Das heißt, ihr könnt dann erstmal nicht so einfach euer Smartphone, Tablet anschließen, aber gucken wir mal. Ich bin ja momentan eher umgestiegen darauf, dass den Kindern dann einfach DVDs schauen, weil die können sie dann einfach selber reinmachen und wieder rausmachen. Aber lassen wir uns mal überraschen, was so im Lieferumfang alles drin ist. Also wir haben hier User Manual, Portable Video Player, okay. Das sieht mal nach dem Kabelsalat aus. Also wir haben hier ein Netzteil inklusive Kabel, also leider hier nichts mit USB-C, Micro-USB oder sonst was. Dann ist hier noch ein Zigarettenanzünder mit dem passenden Kabel, also ihr könnt das Ding quasi in der normalen Steckdose als auch im Zigarettenanzünder nutzen. Wie gesagt, da ist jetzt ein Kabel dabei. Dann haben wir noch ein AV-Kabel hier und was haben wir noch? Eine Fernbedienung. Gehe ich davon aus, dass wir die im Auto nicht brauchen werden, sondern dass hier genügend Knöpfe sein werden. So, und das ist das Gerät. Okay. Könnte man auch meinen, dass es ein Notebook ist, so in der Aufmachung. Ich glaube, das ist die Vorderseite. Ja. Okay, also das ist das Gerät. Es sieht wirklich aus, also hat es das Format von einem Notebook. Hier seht ihr vielleicht die Tasten, LCD an, Subtitle, vorwärts, rückwärts, Stop Mode, USB-Karte, Setup und hier sind auch noch irgendwie Navigation, Lautstärkenregler. Hier kann man das Ding aufmachen, schwupps, da kommt dann die DVD rein, okay. Bildschirm ist drehbar. Kann man auch so drehen. Also das wird, glaube ich, der interessante Part sein. Wie kriege ich das Ding im Auto befestigt? Da bin ich momentan noch unentschlossen. Also vom Material her erwartet jetzt nichts allzu hochwertig. Das ist jetzt Plastik, aber das überrascht mich jetzt nicht. Hier sind auch noch Lautsprecher drin. Keine Ahnung, ob die was taugen werden. Ich gucke mal, ob das Ding Saft hat. Schlaufuchs. Wir wollen das Ding anmachen. Da müssen wir vielleicht an der Seite auch erstmal diesen On-On-Off-Schalter anmachen. Ah ja, und dann springt das Ding hier schon auf. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jotun Portable Video DVD Player. Okay, jetzt versucht er die DVD zu lesen. Okay, mal ganz laut.
Lautstärke 20 ist das Maximum, okay. Also ich komme mir gerade vor wie so in so einem, alten Schaltzentrale von irgendeinem Atomkraftwerk. Bitte denk daran, Mani, nicht kleckern und immer mit geschlossenem Mund kauen. Das ist Mani. Ist sie nicht wundervoll? Wer hätte gedacht, dass sie jemals in ein echtes Abenteuer geraten würde? Okay. Okay, also die Lautsprecher sind okay, wenn man denkt, man ist im Auto. Ich würde da aber auf jeden Fall dazu raten, Kopfhörer zu benutzen. Ah, oh, nee, okay. Also mit gescheiten Kopfhörern, das sind jetzt meine Anker, was war das, wie heißt die Dinger? Q30 irgendwas? Nee, das ist eigentlich ganz, ganz gut. Das Bild selber ist keine Full-HD-Auflösung. Ist aber für meinen Geschmack vollkommen ausreichend. Es sieht jetzt sauber aus, auch von der Helligkeit her, von den Farben. Man muss halt schauen, die Winkel, da muss man schauen, dass es wirklich gerade ist. Weil man merkt schon, dass es dann entweder die Farben sich verändern, wenn man nicht den passenden Winkel hat. Aber dadurch, dass das Ding ja dann doch sehr beweglich ist, sollte das funktionieren. Was jetzt ein bisschen auffällt, also das... Vielleicht hört ihr das jetzt hier. Den DVD-Player hört man schon. Das ist auf jeden Fall auffällig, dass man den DVD-Player schon mal hört. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das im Auto-Verhältnis ist. Also wenn das Ding im Auto ist, dann kann es natürlich sein, dass sich das alles wieder so ein bisschen relativiert. Aber man kann ja theoretisch auch einen USB-Anschluss nutzen. Also falls man da irgendwie Filme auf einer Festplatte hat oder sonst irgendwas, da kann man das nutzen. Mit den Tasten hier an der Seite kann man auf jeden Fall durch das Menü durchspringen. Brightness, Kontrast, also hier kann man auch noch ein bisschen die Farben einstellen, okay. Also das Ding ist groß, es ist Plastik, aber das Bild ist, wie gesagt, also von der 15,5 Zoll, das ist echt Bombe. Ist jetzt natürlich kein 4K oder sowas, aber das erwarte ich jetzt hier auch gar nicht. Wir reden eben an DVD-Player, ne? Also nicht vergessen, das ist kein Blu-ray-Player, das heißt, der wird so kein 4K abgespielt, wenn man DVDs abspielt. Insofern ist es vollkommen ausreichend. Und wenn ich so wirklich das Display sauber ausgerichtet habe, dann gefällt mir das ganz gut eigentlich. Ein Akku ist ja auch verbaut, das Ding sieht ihr hier, das lädt gerade parallel noch auf. Und was dann, glaube ich, noch interessant ist, wie man es im Auto befestigt. Und da muss ich mir was überlegen. Ich habe da jetzt aber keine Montagemöglichkeiten gesehen. Ja, also so sieht das aus. Sieht ja eigentlich ganz schnieke aus. Also da unten sind so Löcher, wie man es normalerweise kennt bei Monitoren oder Fernseher, um das irgendwie an der Wand zu positionieren. Aber, das muss ich mir noch überlegen, wie ich das am Auto festmachen kann. Weil ansonsten müsste man es halt irgendwie... Also falls ihr einen Klapptisch im Auto habt, dann ist es praktisch, da könnt ihr das Ding da einfach draufstellen, aber ich hätte das Ding ja schon gerne irgendwie mal am Sitz platziert. Was ansonsten ganz praktisch ist, wie gesagt, dadurch, dass da ein Akku ist, ihr könnt das Ding ja überall hinstellen. Also ihr könnt es dann auch, wenn ihr im Urlaub seid, dann einfach auf den Tisch stellen oder so und dann dort auch nutzen. Hier hat man noch so ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Auf Mode switcht man durch die verschiedenen Modi durch. DVD-Modus. Ja, also, ich mache jetzt einfach mal aus. Das ist, wie gesagt, das Yoto YD155. Ist ein Plastikbomber, aber DVD spielt er ab. Lautsprecher, wenn man direkt davor sitzt, ja, kann man benutzen. Ein Zimmer würde ich damit definitiv nicht beschallen wollen. Ihr habt theoretisch die Möglichkeit, eine Fernbedienung zu benutzen, aber im Auto kann man eigentlich ganz gut an die Tasten rankommen. Ja, also wenn ich das Ding sauber am Auto irgendwie festmachen kann, dann werde ich dafür Verwendung finden. Ich werde es auf jeden Fall mal demnächst mit den Kids ausprobieren und mal sehen, ob das funktioniert oder nicht. Und wie ich das am Auto festmache, da bin ich noch ein wenig unentschlossen, wie man das am besten festmacht. Weil ich sage, diese Montagedinger sind ja da. Ja, da muss ich mir mal was überlegen. Da muss ich mir was überlegen, ob das mit meiner bestehenden Halterung funktioniert oder nicht. Aber... ja, lasst uns mal überraschen. Falls ihr Fragen dazu habt, zu dem
Juton-portablen DVD-Player. Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ciao.